Hi. Hallo zusammen, kürzlich haben wir mal den einen Ausbau dieser Trambafelge aus einem SRB vorgestellt, wie die Schwierigkeiten mit der Achse und das Mitdrehen und das Lösen und der Ausbau. Jetzt kommen wir nochmal zur Tramba geteilten Felge und da gibt es auch einiges zu beachten. Und was es zu beachten gibt, das stelle ich euch jetzt kurz vor, indem wir das mal filmen. Also Trambafelge, ich habe jetzt hier aus Zeitgründen schon mal etwas entfernt. Ein paar Schrauben, in der Summe sind hier 6 Schrauben drin. Und ja, die löst man also, ich glaube, der geht nicht so gut, nehmen wir mal den. Man löst diese Schrauben alle nacheinander. Hier ist jetzt kein Schlauch eingebaut. Wenn ein Schlauch eingebaut ist, dann bitte vorher die Luft entfernen, weil wenn ihr die Luft drin lasst, dann ist es natürlich an dem Zeitpunkt, wo die Schrauben hier keine Haftung mehr haben, schießt euch die Felge in die Höhe und irgendeine ist dann noch fest und dann verbiegt ihr euch die Schraube. Das ist also sehr unangenehm. Also als erstes bitte die Luft vom Schlauch entfernen, ein bisschen zusammendrücken, dass da wirklich keine Spannung mehr drauf ist. So hat man alle Schrauben gelöst, dann deshalb geteilte Felge, nimmt man die Felge auseinander und jetzt kommt das Entscheidende, man baut den neuen Schlauch ein, indem er den hier reinlegt, ganz kurz noch. Wir machen in den Schlauch immer noch etwas Talgum, das verhindert, dass der Schlauch hier innen drin an dem Gummi irgendwann anklebt und Schaden nimmt. Also hier ein bisschen Talgum rein, Talgum ist ein weißes Pulver, das kippt man hier rein, so dreht den Reifen, schüttelt das Ganze so ein bisschen aus und dann ist der hier innen, wie gesagt, nicht so, da ist der stumpf und der Schlauch hat dort einen besseren Sitz. So, dann macht man das Ganze wieder zusammen und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Hier, vielleicht kannst du mal drauf filmen auf diese Mutter. So, wenn man auf die Mutter drauf filmt und hier auf dieses Loch ohne Mutter, dann sieht man, dass nur ganz, ganz unten die Mutter an 6 Flanken gehalten wird. Also, ich nehme mal den Stift zur Hand, lege das mal daneben. Das heißt, man sieht hier, so geht praktisch der Steg als Y hier nach oben und die Mutter wird hier unten drin an ganz, ganz kleinen Flanken gehalten. Das heißt, wenn ihr das löst, dann kann es sein, dass es die Mutter nach oben schiebt. Dann wird die Mutter nur noch von 3 Seiten gehalten, was dazu führen kann, besonders im Sommer, wenn die Felge sehr warm ist, dass die Mutter hier oben überdreht. Und wenn die Mutter überdreht ist, dann hat man eigentlich schon gar keine Chance mehr, die festzubekommen, weil man gar nicht hier drin mit dem Schlüssel rein kann. Das heißt, wenn ihr die Felge gelöst habt, dann ist das Wichtigste, dass ihr als erstes die Muttern wieder nach unten drückt in diesen Sechskant, der hier unten eingebaut ist. So. Setze es mal von hier oben ein, drehe das Ganze auf die andere Seite. So, jetzt gucken wir, wo hier die Vertiefung für das Ventil ist. Das ist hier auf der gegenüberliegenden Seite, auch hier. So, und jetzt hier bitte nicht mit dem Akkuschrauber oder irgend sowas rangehen, sondern ihr müsst jetzt hier wirklich ganz, ganz vorsichtig anfädeln, sonst drückt ihr die Mutter auf der anderen Seite wieder aus dieser Vertiefung, wo wir es gerade reingedrückt haben, raus und fädelt die hier wirklich ganz langsam mit Gefühl, mit ganz wenig Druck an. So, dann überprüft ihr auf der anderen Seite, ob die wirklich gut drin sitzen. Und jetzt seht ihr, die müssen halt wirklich in der Vertiefung drin sitzen. Dazu nehme ich dann immer den Finger, drückt das hier rein. Und dann hat man wirklich die Garantie, dass die unten in diesem Mutternbett drin sitzen.
So, das macht man mit allen vier Schrauben. Das muss ich jetzt hier nicht extra zelebrieren. So, und noch eine Bemerkung, weil ich gerade gesagt habe, besonders kritisch im Sommer. Jetzt haben wir, jetzt zum Beispiel haben wir 36 Grad draußen. Also da wird natürlich auch das Material weicher. Und deshalb meine Empfehlung, wenn man die im Auto liegen hat und man muss jetzt unbedingt wechseln, dann lege ich die für 10 Minuten in den Gefrierschrank. Dann wird das Material etwas spröder und neigt nicht dazu, dass die Mutter sich hier in diesem Mutterbett überdreht, weil dann hat man wirklich ein mittelschweres Problem. Ja, was man auch hier machen kann, man kann an die Schrauben etwas Loctite dran machen. Das ist also, wie gesagt, die Schraubensicherung. Das ist eine blaue Flüssigkeit, die dann aushärtet und praktisch wie ein Kleber funktioniert. Zeige ich nochmal hier. Loctite 243 ist eine kleine Flasche, hält bei mir jetzt schon das dritte Jahr, braucht man immer nur ganz, ganz wenig. Noch als Hinweis habe ich mal von einem Techniker mitbekommen, wenn ihr Loctite an einem Gewinde habt, dann müsst ihr eigentlich, wenn ihr die Schraube rausdreht, dieses Gewinde mit dem Gewindeschneider nachschneiden, weil das Gewinde zugesetzt ist und erst dann wieder die Schraube benutzen und frisches Loctite benutzen. Ja, das war soweit zum Öffnen und Schließen der Tramba-Felge und was ihr zu beachten habt, dass ihr euch die nicht ruiniert. Alles klar, vielen Dank, tschüss.